Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu The Big Picture Live. Es ist Montag, der 6. Dezember. Es freut mich sehr, sind Sie alle dabei. Wir haben ziemlich turbulente Märkte momentan. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Fragen haben. Ich habe wie immer eine Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, sie dauert heute nicht mehr als 20 Minuten. Und danach habe ich genügend Zeit eingeräumt, damit wir alle Ihre Fragen behandeln können. Sie können wie immer Ihre Fragen schriftlich eingeben. Und zwar tun Sie dies mit der F&A-Funktion, mit der Q&A-Funktion. Sie finden diese im schwarzen Balken im unteren Bereich Ihres Zoom-Fensters. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Und ich werde es dann entweder im Lauf des Abends heute oder spätestens im Lauf des Vormittags morgen Dienstag auf themarket.ch publizieren. Sie haben dann die Gelegenheit, sich das Ganze nochmals in Ruhe anzuschauen. Ich werde jetzt für die Präsentation meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Geben Sie mir dafür bitte eine Sekunde. So, jetzt sehen Sie meinen Bildschirm. Die heutige Präsentation trägt den Titel Zwischen Omikron und Powell. Vier Themen, die ich etwas näher beleuchten möchte, nämlich die Frage, ob wir es eigentlich an den Aktienmärkten mit einem Omikron-Schock zu tun haben. Dann geht es um den doch ziemlich deutlichen geldpolitischen Mentalitätswechsel, der an der Spitze der US-Notenbank stattgefunden hat. Ich nenne das hier den Hawkish Turn des Fed. Dann geht es um die Frage, wie steht es eigentlich rund um das Thema Inflation und Arbeitsmarkt in den USA? Und viertens schauen wir uns noch auf einige Signale, die der Bondmarkt von sich gibt momentan. Ich setze hier ganz besonders die US-Notenbank in den Fokus, das Fed. Es ist ganz einfach so, momentan können Sie die Europäische Zentralbank so ziemlich vergessen, wenn es um die Finanzmärkte geht, wenn es um die Aktienmärkte geht. Der Taktgeber von geldpolitischer Seite ist eindeutig die US-Notenbank und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns die US-Notenbank betrachten. Ganz kurz vor zwei Wochen am letzten Big Picture Live Webinar war das die Situation, wie sie sich damals präsentiert hatte. Wir hatten darüber gesprochen, dass sich die Weltwirtschaft in einem asynchronen oder in einer asynchronen Erholungsbewegung befindet, ziemlich stark in den USA. Überraschend schwach in China und Europa irgendwo dazwischen. Dieses asynchrone Bild, das hat sich fortgesetzt. Wir stehen natürlich weiterhin im Bann der Pandemie. Wir hatten vor zwei Wochen über die Gefahr eines Inflation Spike, also eines kurzfristigen Überschießens der Inflation gesprochen. Dann Punkt 4 hier. Ich habe damals erwähnt, dass das Fed vor schwierigen Monaten steht und tatsächlich haben wir eben genau in den letzten zwei Wochen ein bisschen ein Shift gesehen von Seiten des Fed. Und ganz wichtig, Punkt 6 hier, vor zwei Wochen herrschte an den Finanzmärkten beinahe euphorische Stimmung. Es war eine sehr, sehr große Sorglosigkeit zu erkennen und das hat sich jetzt natürlich in den letzten zwei Wochen ziemlich deutlich verändert. Nun zuerst die Frage, die hier im Raum steht, haben wir es mit einem Omikron-Schock zu tun? Sie sehen hier den MSCI Weltaktienindex seit Beginn des Jahres und in den letzten zwei Wochen hatten wir hier diesen Rückschlag von ja, mittlerweile rund 5%, den wir gesehen haben, also von diesem Niveau hier in den letzten zwei Wochen. Hatten wir den Rückschlag, jetzt heute wieder eine leichte Erholungsbewegung. Und was hat nun wirklich diesen Rückschlag ausgelöst? Sie wissen, so monokausal kann man das ohnehin nicht sagen. Es gibt immer diverse Gründe, die so einen Stimmungsumschwung auslösen. Aber natürlich vor knapp zwei Wochen kam das Wort Omikron plötzlich in unser Vokabular. Und das hat da und dort für ziemlich dicke Schlagzeilen gesorgt und an den Märkten halt auch eine gewisse Verunsicherung ausgelöst. Nun, das Interessante ist, eigentlich, wenn man sich genauer anschaut, was am Aktienmarkt geschieht, dann kann man eigentlich sagen, dass es nicht so sehr die Pandemie ist oder eben nicht so sehr das Auftreten dieser neuen Virusvariante Omikron,
zu dieser Verunsicherung an den Märkten geführt hat. Und ich zeige das hier anhand von diesen ziemlich simplen drei Kurven. Das hier ist die Kursentwicklung im Monat November von Zoom-Video, also im Prinzip die Software, über die wir uns heute unterhalten. Das war eigentlich die typische Stay-and-Home-Aktie in den USA, wenn immer die Pandemie wieder aufflammte und wenn immer es wieder Überlegungen gab, dass es wieder mehr Homeoffice und so weiter gibt, hat diese Aktie von Zoom Video zugelegt. Das ist nicht passiert in den letzten Wochen. Sie sehen hier, hier war der Omikron-Schock gegen Ende November und Zoom Video hat ziemlich deutlich verloren. Ebenfalls ziemlich deutlich verloren hat das ganze Cloud Computing Segment, hier abgebildet am Global X Cloud Computing ETF, also ein Sammelindex, der viele Cloud Computing Aktien abdeckt. Und auch die haben ziemlich deutlich verloren in den letzten Wochen. Gelb noch zum Vergleich der S&P 500, der sich relativ stark gehalten hat und jetzt auch in den letzten paar Tagen verloren hat. Das heißt, dieses Bild hier zeigt eigentlich, es ist nicht der Pandemieschock oder die Aussicht, dass es wieder mehr Lockdowns und mehr Homeoffice geben wird, das die Märkte verunsichert hat. Es muss etwas anderes sein. Man sah das übrigens auch schon seit einigen Wochen, beziehungsweise schon seit 2 bis 3 Monaten, hat die Marktbreite an den Aktienmärkten laufend abgenommen. Will heißen, immer mehr Aktien standen bereits im Prozess einer Korrektur und der Index wurde von immer weniger großkapitalisierten Aktien gehalten. Hier die blaue Kurve, die Sie hier sehen, zeigt der Anteil der Aktien im Weltaktienindex von MSCI, der sich noch über seinem 200-Tage-Durchschnitt befindet. Das heißt, im Prinzip ist das eine Momentaufnahme und man sieht, wie viele Aktien bereits unter ihren eigenen 200-Tage-Schnitt gefallen sind. Das heißt, wie viele Aktien das bereits in den letzten Monaten an Momentum verloren haben. Und Sie sehen, mittlerweile sind weniger als die Hälfte der Aktien sind noch über ihren 200-Tage-Durchschnitt. Ich zeige das nur deshalb, weil wir unterscheiden müssen. Und ich denke, die wichtige Feststellung ist, es ist nicht einfach das Auftreten dieser neuen Virusvariante, die für Verunsicherung in den Märkten gesorgt hat, sondern es geht tiefer unter der Oberfläche, geht etwas anderes ab und etwas, was schon seit längerer Zeit im Gang ist. Auch hier noch ein weiterer Indikator, auch wieder ganz simpel. Das ist die Kursentwicklung von 4 ausgewählten Indizes oder Aktien über die letzten 6 Monate. Sie sehen hier, gelb ist Apple und rot ist Microsoft, die beiden größten Aktien von der Marktkapitalisierung hier weltweit. Dann blau ist der ARK Innovation ETF, eines der absoluten Lieblinge in den letzten rund 2 Jahren. Und dort sind natürlich auch viele Aktien drin, die lange profitiert haben von Lockdowns und dem ganzen Pandemie-Thema. Und grün hier ist der Russell 2000 Index, der Index der kleinkapitalisierten Aktien in den USA. Und Sie sehen auch, wie hier im November eine Bifurkation stattgefunden hat, ein Auseinandergehen. Die großkapitalisierten Schwergewichte, Apple und Microsoft hier, sind weiter gestiegen, erst jetzt in den letzten paar Tagen leicht gesunken, während die hochbewerteten Darling-Aktien, die eben zum Beispiel in diesem ARK Innovation ETF sind, die haben schon den ganzen November hindurch ziemlich deutlich korrigiert. Und eben auch in den letzten Wochen hat der Russell 2000, die Small Caps haben auch deutlich korrigiert. Das zeigt auch, dass der Index von immer weniger sehr, sehr groß kapitalisierten Aktien gehalten wurde und dass eben schon lange bevor oder schon einige Wochen bevor diese Omikron-Variante überhaupt in den Schlagzeilen war, die Märkte schon begonnen haben, auseinander zu driften und eine ganze Reihe von Aktien bereits sich seit längerer Zeit in einem Korrekturmodus befinden. Und deshalb ist es aus unserer Sicht viel wichtiger oder viel mehr als Ursache für diesen Stimmungswandel an den Märkten nicht die Pandemie zu sehen, sondern die geldpolitische
die geldpolitische Verschiebung, die stattgefunden hat an der Spitze der US-Notenbank. Das ist das wichtige Thema und weniger die Pandemie, die in den letzten Wochen die Märkte beeinflusst hat. Und ganz simpel, Sie wissen, seit Anfang November ist bekannt, dass die US-Notenbank das sogenannte Tapering eingeleitet hat. Das heißt, die monatlichen Anleihenkäufe werden laufend reduziert. Und bisher war der Tapering-Pfad noch ungefähr so, wie ich ihn hier dargestellt habe. Zu Beginn des Monats November haben die Fed-Verantwortlichen angekündigt, dass sie jetzt jeden Monat für 15 Milliarden Dollar weniger Anleihen kaufen würden. Und das hätte bedeutet, dass dieses Anleihenkaufprogramm bis im Juni nächsten Jahres auf null zurückgefahren würde. Und das ist deshalb wichtig, dieser Absenkpfad des Taperings, weil man davon ausgehen muss, dass zuerst diese Anleihenkäufe gestoppt sein müssen, also das Tapering muss beendet sein, bevor die US-Notenbank die erste Leitzinserhöhung beschließt. Und jetzt hatten wir aber in den letzten Wochen von verschiedenen Verantwortlichen des Fed, inklusive von Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche, verbale Ankündigungen, dass sie möglicherweise demnächst beschließen werden, diesen Tapering-Pfad steiler zu gestalten oder mit anderen Worten das Tapering zu beschleunigen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt mit diesem Pfad rechnen muss, der dann im nächsten Juni abgeschlossen ist, sondern möglicherweise mit einem Pfad, der deutlich steiler ist und bereits im nächsten März oder April abgeschlossen sein könnte. Und das wiederum würde dann das Tor öffnen für die ersten Leitzinserhöhungen des Fed. Ganz wichtig, nächste Woche am 14. und 15. Dezember ist das nächste Fed-Meeting und dort könnte dieser Beschluss gefasst werden, dass das Tapering beschleunigt wird. Und das ist aus unserer Sicht das absolut wichtigste Thema für die Aktienmärkte momentan. Lange Zeit sah es so aus, als würde die US-Notenbank ziemlich leger mit den gestiegenen Inflationszahlen umgehen. Auch wir im Big Picture und auch in diesen Webinaren haben mehrmals darauf hingewiesen, dass die US-Notenbank wahrscheinlich zuerst sehen möchte, dass sich der Arbeitsmarkt komplett erholt hat, bevor man ans Thema der Inflationsbekämpfung geht. Jetzt hat aber offensichtlich in den letzten Wochen etwas stattgefunden, und zwar dieser Spike, dieser Anstieg der Inflationszahlen. Sie sehen hier die Konsumentenpreisinflation, die steht momentan auf über 6% in den USA, scheint zu einem Umdenken an der Spitze des Fed geführt zu haben. Jerome Powell hat letzte Woche gesagt, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, das Wort transitory, also vorübergehend, im Bezug auf die Inflation nicht mehr zu verwenden. Das heißt, es hat ein gewisses Umdenken stattgefunden und die Fed-Leute, die möchten jetzt signalisieren, okay, wir nehmen das ernst, wir nehmen die erhöhten Inflationsraten ernst und wir werden etwas dagegen tun. Ganz wichtig hier nochmals, das nächste Fed-Meeting ist nächste Woche am 14. 15. Dezember und ebenso wichtig, an diesem Freitag am 10. Dezember werden die nächsten Inflationsdaten in den USA publiziert. Sollten diese abermals nach oben überraschen, also vielleicht noch weiter steigen, vielleicht sogar gegen die Region von 7%, dann muss man erst recht davon ausgehen, dass die US-Notenbank nächste Woche eine Beschleunigung dieses Taperings beschließen wird und eben auch zu signalisieren beginnt, dass möglicherweise bald erste Leitzinserhöhungen kommen. Der Arbeitsmarkt in den USA, der wirft momentan ziemlich viele Rätsel auf. Und zwar deshalb, weil man nicht so richtig weiß, ob wir bereits in einem Zustand der Vollbeschäftigung stehen oder wie viel Überkapazitäten sozusagen am Arbeitsmarkt noch besteht. Am letzten Freitag hatten wir insgesamt einen recht enttäuschenden Arbeitsmarktbericht. Es wurden im Monat November nur etwas mehr als 200.000 neue Stellen geschaffen. Aber die Arbeitslosenrate ist weiter gesunken auf momentan 4,2%. Sie sehen hier die blaue Kurve. Kurz vor Ausbruch der Pandemie standen wir auf 3,5% in den USA. Das war Vollbeschäftigung.
Und dann dieser heftige Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Pandemie und mittlerweile die Erholung. Wir sind also noch nicht ganz auf diesen 3,5% unten, die vorher, vor der Pandemie geherrscht hatten, aber wir nähern uns ziemlich rasch. Hier die gelbe Kurve, das ist die breit gefasste Definition der Arbeitslosigkeit, also auch alle die Leute, die es mittlerweile aufgegeben haben, einen Job zu suchen, auch die ist ziemlich deutlich gesunken. Und ein Thema, das momentan sehr viele Rätsel aufwirft, sehen Sie anhand dieser Grafik dargestellt. Momentan haben wir in den USA arbeitslos gemeldete Personen im Umfang von etwas mehr als 7,4 Millionen Menschen, die offiziell als arbeitslos gemeldet sind. Das sind quasi die hier, die in der Arbeitslosenstatistik einfließen. Neue Jobs, also offene Jobs, die momentan gemeldet sind, sind aber 10,4 Millionen. Das heißt eigentlich, wir haben mehr offene Stellen zur Verfügung, als wir Arbeitslose gemeldet haben. Das ist eigentlich ein abnormaler Zustand, beziehungsweise das ist ein Zustand, der normalerweise nur in einem Umfeld von Vollbeschäftigung herrscht. Hier in den Jahren 2019 und kurz vor der Pandemie hatten wir Vollbeschäftigung. Damals war es auch so, dass mehr offene Stellen als Arbeitslose gemeldet waren. Normalerweise ist das Bild aber umgekehrt. Sie sehen das hier links in der Grafik. Normalerweise sind mehr Arbeitslose gemeldet als offene Stellen. Und jetzt haben wir auch dieses Auseinanderdriften. Und irgendetwas stimmt da nicht am US-Arbeitsmarkt. Und eine Erklärung könnte hier sein. Sie sehen hier die Erwerbsquote, das heißt die arbeitende Bevölkerung in Prozent der Gesamtbevölkerung. Und Sie sehen auch hier den Effekt der Pandemie, ein heftiger Einbruch. Das sind all die Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Die Erwerbsquote ist deutlich unter 61% gesunken. Und Sie sehen jetzt hier, sie ist nie mehr auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt. Ganz viele Menschen, und man spricht hier im Umfang von rund 3 bis 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA, die nicht an den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind. Sie haben den Begriff vielleicht schon mal gehört, die Great Resignation ist ein Thema, das die Ökonomen in den USA beschäftigt. Etwas mehr als 3 Millionen Menschen sind aus irgendeinem Grund haben beschlossen, dass sie nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Entweder sind sie in Frührente gegangen oder sie haben es einfach aufgegeben, einen Job zu suchen. Beziehungsweise sie möchten keinen Job mehr annehmen, der vielleicht beinhalten würde, dass sie wieder in eine Großstadt pendeln müssen und so weiter. Und wenn nun etwas mehr als 3 Millionen Menschen einfach aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, dann könnte es eben sein, dass wir momentan, dass wir momentan bereits einen Zustand von Vollbeschäftigung erreicht haben, dass also keine Überkapazität mehr am Arbeitsmarkt herrscht und dass der Arbeitsmarkt im Prinzip jetzt schon ausgetrocknet ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil das natürlich dazu führen könnte, dass die Arbeitnehmer jetzt höhere Löhne verlangen. Man hat das ja punktuell bereits gesehen. Wir haben vorletzte Woche beschrieben, wie die Mitarbeitenden von John Deere, dem Landmaschinenhersteller, gestreikt haben und danach eine ziemlich deutliche Lohnerhöhung erhalten haben, um wieder zur Arbeit zurückzukehren. Und das wären so Signale, die uns zeigen, dass eben der Arbeitsmarkt in den USA bereits recht trocken ist, dass die Löhne allmählich steigen. Und das ist natürlich das Thema, das für die US-Notenbank extrem wichtig ist, im Auge zu behalten. Denn sollten die Löhne steigen, dann kommt aus der, quasi aus der Basis der Wirtschaft, kommt Inflationsdruck, der längerfristig und strukturell wirken wird. Und deshalb müssen wir momentan davon ausgehen, dass mit diesen verbalen Ankündigungen in den letzten Wochen von den Verantwortlichen des Fed signalisiert wird, dass sie sich allmählich doch mehr Sorgen machen um die, um das Thema Inflation, dass sie möglicherweise, nachdem sie eigentlich mehr als ein Jahr lang gesagt haben, Inflation interessiert uns nicht, wir möchten wieder Vollbeschäftigung erreichen, kommen sie allmählich zum Schluss, dass vielleicht schon Vollbeschäftigung herrscht oder weitgehend Vollbeschäftigung herrscht und dass jetzt wieder mehr
sich dem Thema Inflation zuwenden müssen, dass sie mehr signalisieren müssen, dass sie das Thema Inflation ernst nehmen und dass sie etwas dagegen unternehmen werden. Und das ist das, was die Finanzmärkte in den letzten Wochen quasi neu beeinflusst hat. Man konnte sehr, sehr lange davon ausgehen, dass für das Fed Inflation noch längere Zeit egal sein wird. Und das müssen wir heute feststellen, ist nicht mehr der Fall. Und jetzt interessant ist, wie der Bondmarkt mit diesem Shift, also eben mit diesem hawkish Shift, der da stattgefunden hat an der Spitze des Fed, umgegangen ist. Sie sehen hier, die Kurve zeigt die Rendite 10-jähriger Treasury Notes, also 10-jähriger US-Staatsanleihen. Und Sie sehen, wie die sehr deutlich gesunken ist innerhalb der letzten rund 2 Wochen. Wir hatten im Ende Oktober das letzte Zwischenhoch um die 1,7% und wir sind jetzt wieder auf unter 1,4% gesunken. Also ein Rückgang von etwa 30 Basispunkten in etwas mehr als einem Monat und ein Rückgang von etwa 25 Basispunkten allein in den letzten 2 Wochen. Das ist eine signifikante Bewegung, die da stattgefunden hat. Man sieht das auch ebenso signifikant, wie die Zinskurve flacher geworden ist. Simpel gesagt, die Zinskurve, die misst die Renditedifferenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Staatsanleihen. Ich habe Ihnen hier anhand der blauen Kurve die Zinsdifferenz zwischen 2-jährigen und 10-jährigen Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, abgebildet. Und Sie sehen, wie diese gesunken ist, ebenfalls in den letzten rund 4 Wochen von über 1,2% auf unter 0,8%. Ein Rückgang von mehr als 40 Basispunkten in der Zinskurve, das ist eine signifikante Bewegung. Die rote Kurve zeigt die sehr, sehr langfristige Zinskurve zwischen 5-jährigen und 30-jährigen US-Staatsanleihen. Die ist noch deutlicher zurückgekommen, von etwa 110 Basispunkten noch im Oktober zurück auf etwa 55 Basispunkte momentan. Ein Rückgang von 55 Basispunkten innerhalb von wenig mehr als 4 Wochen. Da hat etwas stattgefunden, ein sehr, sehr großer Move. Und wir müssen uns überlegen, was der Bondmarkt damit eigentlich signalisiert. Noch ein weiteres Signal, ebenso deutlich zu sehen, ist, wie die Inflationserwartungen zurückgekommen sind. Die aus unserer Sicht wichtigste Inflationserwartungskomponente, die man im Auge behalten muss, ist die sogenannte Five-Year-Forward-Break-Even-Rate. Das heißt, das ist die vom Bondmarkt induzierte Inflationserwartung für den Zeitraum von 5 Jahren, der heute in 5 Jahren beginnt. Simpel gesagt, also die Inflationserwartung für den Zeitraum zwischen dem Jahr 2027 und 2032. Die ist nicht, die darf man nicht allzu punktgenau nehmen, aber es ist eine Indikation, wie der Bondmarkt momentan die Inflationserwartungen preist. Und Sie sehen auch hier, diese Inflationserwartung ist deutlich zurückgekommen. Anfang November stand sie auf 2,4%. Momentan ist sie nur noch auf gut 2,1%. Das heißt, der Bondmarkt ist eindeutig zum Schluss gekommen, dass die US-Notenbank etwas tun wird gegen die Inflation und dass sie das erfolgreich tun wird. Mit diesen 3 Signalen, die gesunkenen 10-Jahres-Renditen in den Treasury Notes, die flacher gewordenen Zinskurven und die gesunkenen Inflationserwartungen, die signalisieren alle 3, dass der Bondmarkt akzeptiert hat, dass die US-Notenbank etwas tun wird gegen die Inflation und dass sie erfolgreich sein wird. Jetzt ganz wichtig ist, diese sehr, sehr deutliche Verflachung der Zinskurven kann allmählich als Signal gelesen werden, dass die US-Notenbank vielleicht sogar etwas zu stark auf die Bremse tritt, dass sie die kurzfristigen Zinsen zu heftig nach oben verschieben wird innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate und dass die langfristigen Zinsen durch das weiter nach unten gekommen sind, weil die Wahrscheinlichkeit einer längerfristigen Inflation runtergekommen ist. Das heißt, der Bondmarkt signalisiert also einen ziemlich deutlichen Bremsshift oder anders gesagt ein ziemlich deutliches Bremsmanöver seitens der US-Notenbank.
Das hat der Aktienmarkt noch nicht so richtig eingepreist. Der Aktienmarkt hat erst in den letzten 2 Wochen begonnen zu realisieren, dass da etwas kommen könnte, dass eben eine ziemlich deutliche Verknappung der Geldpolitik kommen könnte. Und das hat diese Unsicherheitswelle an den Aktienmärkten ausgelöst in den letzten rund 2 Wochen. Man darf nicht vergessen, der US-Aktienmarkt ist sehr hoch bewertet. Sie sehen hier das zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis über einen sehr, sehr langen Zeitraum dargestellt, über die letzten rund 140 Jahre. Wir sind historisch betrachtet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 sehr, sehr hoch bewertet. Das heißt, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass das Fed ein heftiges Bremsmanöver einleitet, dann ist der Aktienmarkt mit diesem Bewertungsniveau ziemlich verwundbar für eine etwas größere Korrektur. Und das ist etwas, das ja, der Aktienmarkt erst allmählich zu begreifen beginnt, dass dieses Bremsmanöver vielleicht etwas härter ausfallen könnte als bisher gedacht. Ganz interessant, ich habe Ihnen gezeigt, vor 2 Wochen herrschte noch beinahe Euphorie an den Märkten. Sie wissen, jeden Montag publizieren wir unser Risk-Barometer, einen Sammelindex von Sentiment-Indikatoren. Wir standen vor 2 Wochen hier oben, fast auf Euphorieniveau, und wir sind jetzt innerhalb der letzten 2 Wochen deutlich runtergekommen. Das Risk-Barometer ist deutlich unter 50 gefallen. Das heißt, es ist schon ziemlich, in der kürzester Zeit ist ziemlich viel Angst an die Märkte zurückgekehrt. Man kann das jetzt noch nicht wirklich als Contrarian-Signal sehen, dass jetzt quasi alles Schlechte schon eingepreist ist. Aber man kann sagen, da ist ziemlich etwas Heftiges passiert in der Stimmung an den Märkten. Und wir sind von Euphorie auf eine doch ziemlich gedrückte Stimmung gefallen. Noch nicht wirklich Pessimismus, noch nicht wirklich Panik, aber es hat ein Umdenken stattgefunden und die Marktteilnehmer beginnen zu realisieren, dass möglicherweise eben das Bremsmanöver der US-Notenbank etwas heftiger wird. Jetzt bin ich am Schluss meiner Präsentation angekommen. Ich blende Ihnen noch ganz kurz meine E-Mail-Adresse ein, mark.dietli@themarket.ch. Sie wissen, Sie können mir jederzeit schreiben, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden in der Regel eine Antwort. Ich stoppe jetzt meine Bildschirmpräsentation, damit Sie mich wieder etwas besser sehen. Und damit komme ich zu den Fragen. Nochmals bitte, geben Sie Ihre Fragen mit der F&A-Funktion ein und nicht mit der Chat-Funktion. Ich habe hier die ersten Wortmeldungen zum US-Arbeitsmarkt. Ich denke, den Babyboomers ist es verleidet, weiter zu arbeiten, da die Pandemie zu einem Umdenken geführt hat. Sie sind durch die Vermögenspreisexplosion reich geworden und haben es nicht nötig, weiter zu arbeiten. Also wollen Sie die restliche Zeit, die Ihnen bleibt, genießen. Sie haben ein Zeitproblem, kein Geldproblem. Irgendwann kann man ja nicht mehr reisen oder Velo fahren oder golfen. Die Erwerbsquote sinkt dadurch. Ja, ich denke, das ist genau das Thema, das momentan stattfindet, und man weiß es noch nicht so genau. Aber es könnte sein, dass eben diese Great Resignation stattgefunden hat, dass viele Babyboomer und auch Generationen danach beschlossen haben, als Folge der Erfahrung dieser Pandemie, dass sie aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und das ist deshalb so relevant, so wichtig, weil es eben bedeuten könnte, dass der Arbeitsmarkt in den USA, und nochmals, es sind die USA und die Geldpolitik in den USA, die momentan mit Abstand der wichtigste Taktgeber ist für die Aktienmärkte, auch in Europa. Sollte es tatsächlich so sein, dass dieser Arbeitsmarkt früher austrocknet, als er es bisher getan hat, dann müsste das Fed eben früher auf die Bremse treten. Und wir wissen es noch nicht so genau, aber es ist eine starke These. Und das könnte eben bedeuten, dass wir ein deutliches Bremsmanöver sehen könnten. Dann die nächste Frage: Ist das vielleicht der Beginn einer inversen Zinsstruktur? Genau, das ist möglich. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, wie die Zinskurve deutlich flacher geworden ist. Das war wirklich ein signifikanter Shift, den wir hier gesehen haben, innerhalb von wenigen Wochen.
Sie ist noch nicht invers. Invers würde bedeuten, dass die 10-jährigen Zinsen tiefer sind als die 2-jährigen oder eben die 30-jährigen tiefer als die 5-jährigen. Wir sind noch nicht invers, aber sie ist sehr, sehr flach geworden, die Kurve. Eine inverse Zinskurve wäre ein Signal, dass der Markt eine baldige Rezession erwartet. Das ist, momentan kann man noch nicht wirklich davon sprechen, aber der Bondmarkt signalisiert hier, dass er ein deutliches Bremsmanöver von der US-Notenbank erwartet. Und wir haben im Prinzip eine Situation, dass der Bondmarkt momentan die Absichten des Fed anders einschätzt als der Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist alles in allem betrachtet immer noch ziemlich optimistisch eingestellt. Ich meine, wir hatten eine Korrektur von 5%, das ist nicht viel. Der Bondmarkt ist schon insofern deutlich pessimistischer eingestellt, dass der Bondmarkt signalisiert, hey, da kommt ein heftiges Bremsmanöver auf uns zu. Das hat der Aktienmarkt so noch nicht erkannt. Wir können nicht sagen, welcher von diesen beiden Märkten das Recht hat, aber normalerweise hat der Bondmarkt eigentlich das feinere Gespür für die Konjunktur und für die Geldpolitik. Der Aktienmarkt ist immer etwas später mit seiner Reaktion. Hier noch eine zweite Wortmeldung zum Thema inverse Zinskurve. Genau das ist wirklich ein ganz großes Thema. Sollte die Zinskurve invers werden, beziehungsweise sollte die Zinskurve weiter abflachen, wie sie das getan hat in den letzten Wochen, dann wäre das wirklich ein Gefahrensignal für die Aktienmärkte und könnte doch eine etwas größere Korrektur auslösen. Das muss man ganz, ganz gut im Auge behalten. Die nächste Frage dreht sich um das Thema Logitech. Logitech scheint in den letzten Wochen, zumindest nach unten, kein Halten zu kennen. Natürlich preist der Markt eine Verlangsamung des Gewinnwachstums ein, sollten jedoch nicht langsam die Marktkräfte eingreifen. Oder beschert uns der Markt hier ein Weihnachtsgeschenk und die Erholung wird erst ab Januar einsetzen? Sie wissen, wir waren lange Zeit, sind es im Prinzip auch jetzt noch, bullish auf Logitech eingestellt. Wir haben Logitech mehrmals zum Kauf empfohlen. Das Problem ist, Logitech ist natürlich, ich habe Ihnen zu Beginn meiner Präsentation die Aktie von Zoom Video gezeigt. Die typische Stay-at-Home-Aktie, die immer profitiert hat, wenn die Pandemie wieder aufgeflammt ist. In der Schweiz, am Schweizer Aktienmarkt, ist Logitech die typische Pandemie-Gewinner-Aktie. Und auch hier ein Signal, dass wir es eben nicht mit einer neuen Pandemie-Angst zu tun haben, ist, dass auch der Aktienkurs von Logitech in den letzten Tagen nicht wirklich profitiert hat. Logitech wird in die ganze Gruppe der Pandemie-Gewinner geworfen. Und diese Pandemie-Gewinner, die haben in den letzten Wochen, sind die ziemlich deutlich unter die Räder gekommen. Die Aktie Logitech ist eigentlich nicht hoch bewertet. Es besteht natürlich die Befürchtung, dass wir es mit einem Strohfeuer zu tun hatten, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Logitech abnormal hoch war in den letzten 18 Monaten und dass es dem Unternehmen nicht gelingen wird, dieses Niveau zu halten. Was man sagen muss, Quartal für Quartal hat das Management bewiesen, dass sie einen enorm guten Job leisten und eben die Verkaufszahlen hochhalten konnten. Und wir haben es jetzt eigentlich mit dieser perversen Situation zu tun. Der Markt traut Logitech nicht zu, dass sie das schaffen, die Verkaufszahlen hochzuhalten, während das Management jedes Quartal bewiesen hat, dass sie es bis jetzt geschafft hatten. Und jetzt müssen wir uns einfach von Quartal zu Quartal vorwärts hangeln. Und wir werden es leider erst Anfang Februar sehen, wenn die nächsten Quartalszahlen publiziert werden, ob es Logitech abermals geschafft hat, in diesem wichtigen Weihnachtsquartal positiv zu überraschen. Sie sprechen einen wichtigen Effekt an in den USA und wir müssen berücksichtigen, ein Großteil des Handelsvolumens von Logitech findet an der Nasdaq statt in den USA. Haben wir immer diesen Effekt im November und Dezember, dass die Leute
Aktien verkaufen, bei denen Sie Kursverluste eingefahren haben. Denn realisierte Kursverluste können Sie von den Steuern abziehen bzw. mit Kursgewinnen verrechnen. Und wir haben dieses Tax Loss Selling, das stattfindet. Und Logitech ist jetzt natürlich Leidtragender von diesem Tax Loss Selling, dass eben vielleicht viele Leute sagen, ich realisiere meine Kursverluste in Logitech, verkaufe und nehme dafür den positiven steuerlichen Effekt mit. Dieser Tax Loss Selling Effekt, der wird per Definition Ende Dezember aufhören und es ist durchaus möglich, dass wir dann im Januar eine Erholungsbewegung sehen. Vor allem aber, wenn es Logitech eben gelingen sollte, auch mit den nächsten Quartalszahlen positiv zu überraschen. Das ist die nächste Frage. Das Szenario mit von der US-Zentralbank niedrig gehaltenen Zinsen scheint immer unwahrscheinlicher zu werden. Andererseits verdienen Goldminen immer noch gut. Empfehlen Sie, Goldminenaktien zu halten? Sie haben absolut recht. Wenn ich zurückblicke, zu Beginn dieses Jahres gab es eine starke These, auch von uns vertreten, dass die US-Notenbank eine Politik der sogenannten Zinskurvenkontrolle oder eben der Yield Curve Control einführen wird. Das heißt, dass die US-Notenbank explizit sagen wird, wir werden einen Anstieg der Bondrenditen über ein gewisses Niveau, zum Beispiel 2% oder 1,8% irgendwo dort, nicht tolerieren, dass sie also einen Deckel auf die langfristigen Zinsen legen würden. Diese These hat sich nicht bewahrheitet. Interessanterweise hat der Bondmarkt gar nie versucht, quasi mit einer Ausverkaufswelle von Bonds, gar nie versucht zu testen, wo denn eigentlich die Schmerzgrenze ist für das Fed. Im Gegenteil, Sie haben gesehen, die Bondrenditen sind eher wieder gesunken in den letzten Wochen, weil eben die US-Notenbank begonnen hat zu signalisieren, dass sie übrigens etwas tun wird gegen die Inflation. Das heißt, momentan muss man ja eigentlich sagen, die These der Yield Curve Control ist eher schwach, scheint sich nicht zu bewahrheiten. Zumindest verbal ist das Gegenteil eingetreten, nämlich die US-Notenbank sagt, wir werden die Inflation ernst nehmen und wir werden etwas tun dagegen. Und grundsätzlich ist das eher schlecht für den Goldpreis, eher schlecht für Goldminen. Die These, die wir aufgestellt haben, war ja, sollten wir eine explizit unvernünftige Geldpolitik sehen? Also sollte das Fed sagen, hey, Inflation ist uns egal, die geldpolitischen Schleusen, die bleiben einfach offen, dann das hätte eine möglicherweise explosive Preisbewegung in Gold und in Goldminen ausgelöst. Sie sehen, der Goldpreis, der kann nicht so richtig damit umgehen, dass eben die US-Notenbank doch nicht so unvernünftig agiert, dass sie doch etwas hawkischer geworden ist. Und das bremst jetzt natürlich auch die Goldminenaktien. Ganz simpel, Goldminenaktien sind extrem günstig bewertet. Die Goldminenunternehmen machen richtig viel Gewinn und erwirtschaften einen richtig großen Cashflow. Aber momentan sieht man nicht wirklich einen Auslöser oder eben einen Trigger, der eine Höherbewertung für diese Goldminenaktien einleiten würde. Das heißt, sie kommen nicht wirklich vom Fleck und ich sehe momentan auch nicht so richtig, wo dieser Auslöser herkommen sollte. Man kann nur feststellen, ja, Goldminen sind extrem günstig bewertet und ich würde sie als Versicherungspolice im Portfolio halten. Denn was der Goldpreis gezeigt hat, sehr schön in den letzten Monaten, ist, er reagiert sehr gut auf geopolitische Ungewissheit. Übrigens viel besser als der Bitcoin-Preis. Bitcoin hat sich enorm volatil gezeigt und vor allem enorm volatil, wenn immer eine Angstwelle durch die Märkte ging. Der Goldpreis hat sich als sehr, sehr soliden Hedge gegen geopolitische Risiken gezeigt, zum einen. Und der Goldpreis hat sich auch als recht guter Hedge gezeigt, sollte es eben doch dazu kommen, dass die Geldpolitik unvernünftig expansiv bleibt. Und ich würde Gold bzw. Goldminen als Versicherungspolice betrachten. Erwarten Sie nicht, dass kurzfristig da irgendein explosiver Preisanstieg bevorsteht. Aber sollte es entweder zu großen geopolitischen Spannungen, denken Sie an Ukraine, Russland, denken Sie an China, Taiwan, was auch immer,
Oder sollte es zu einem plötzlichen Umkehren der Geldpolitik kommen, eben doch wieder Richtung extrem expansiv und extrem unvernünftig, dann hätten Sie die Versicherungspolice in Form von Gold und Goldminenaktien. Die nächste Frage zum Thema mehr offene Stellen als Arbeitslose. Könnte es mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften oder einer hohen Zahl an unqualifizierten Arbeitslosen zusammenhängen? Ja, das ist möglich. Ich habe das als die Great Resignation bezeichnet. Momentan gibt es nur Thesen. Momentan kann man feststellen, dass etwa 3,5 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter in den USA nicht an den Arbeitsmarkt zurückkehren möchten. Und es gibt ganz viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Sie möchten nicht mehr pendeln. Sie möchten keinen Job annehmen, der ihnen keine Freude bereitet. Sie haben sich daran gewöhnt, irgendwo auf dem Land zu wohnen und Netflix zu schauen und PlayStation zu spielen. Sie haben vielleicht entschieden, ich kann auch 5 Jahre früher in Rente gehen, ich kann mir das leisten. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Aber wie gesagt, momentan können wir nur feststellen, dass mehrere Millionen Menschen nicht an den Arbeitsmarkt zurückkommen. Und das bedeutet dann eben auch, dass dieser Arbeitsmarkt früher austrocknet, als er es bislang getan hat. Und es ist extrem schwierig festzustellen, ob es am Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer hängt oder nicht. Man sieht es an vielen anekdotischen Beispielen. Ich habe zum Beispiel kürzlich gehört von einem Finanzchef von einem Schweizer Unternehmen, der hat ein Werk in Wisconsin besucht und in dieser Stadt war die Starbucks-Filiale geschlossen, weil kein Personal zur Verfügung stand. Das heißt, wirklich auch unqualifiziert, wenn ich das so sagen kann, unqualifizierte Arbeiten wie Kaffee bei Starbucks zu machen, finden momentan keine Arbeitnehmer. Und das ist ein Faktor. Und es ist offensichtlich ein Faktor, der auch für die Leute im Fed ein Rätsel aufwirft. Und sie müssen sich mit dieser Thematik befassen, dass möglicherweise ganz viele Menschen nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Die nächste Frage. Es sind ja nicht alle Märkte gleich hoch bewertet. So gibt es attraktiver bewertete Märkte, zum Beispiel gewisse asiatische Märkte oder Russland. Was erwarten Sie von diesen Märkten bei einem Abschwung an den US-Börsen? Zieht es alle nach unten oder gibt es einen Shift in günstigere Märkte? Einerseits, Sie haben absolut recht, das Bewertungsniveau ist enorm unterschiedlich. Die USA sind sehr, sehr hoch bewertet. Andere Märkte, Russland zum Beispiel, auch Brasilien, diverse asiatische Emerging Markets sind günstig bewertet. Das Problem für Emerging Markets generell ist, mit diesem Shift, den wir von der US-Notenbank gesehen haben, mit diesem hawkish Turn, ist auch der Dollar gestiegen. Das heißt, auch die Währungsmärkte, die preisen ein, dass die US-Notenbank vielleicht doch etwas restriktiver oder schneller restriktiver wird. Das hat den Dollar aufwerten lassen und diese Aufwertung des Dollars hat Emerging Markets noch mehr unter Druck gesetzt. Das bedeutet, ich kann Ihre Frage nicht so beantworten, was passieren würde, sollte es zu einem Abschwung an den US-Börsen kommen. Denn wäre dieser Abschwung begleitet von einer weiteren Erstarkung des Dollars, dann könnten die meisten Emerging Markets sich davon wahrscheinlich nicht entziehen. Sollte der Abschwung sich aber primär auf die hochbewerteten Wachstumsaktien aus dem Technologiesektor beschränken, also sollte es eine Verschiebung geben, eine Präferenzverschiebung an den Märkten, dass man sich aus den hochbewerteten Aktien verabschiedet und die USA sind natürlich sehr, sehr stark getragen von diesen hochbewerteten Wachstumsaktien. Und sollte es zu einer Verschiebung gehen, eher Richtung Value-Aktien, also günstig bewertete zyklische Aktien aus Sektoren wie Energie, wie Finanzen, dann könnte man durchaus die These aufstellen, dass andere Märkte davon profitieren würden. Das war ja, ich kann jetzt das leider nicht zeigen, das war genau das Bild, das herrschte zwischen 2000 und 2005, 2006, als in den USA die Technologieblase platzte.
also hochbewertete Technologieaktien, scharf korrigierten, aber Value-Aktien, in den USA waren das damals die Coca-Colas und Procter & Gambles aus dem Börsensegment, aber eben auch Aktien aus Emerging Markets, Brasilien, Russland, China, Indien und so weiter, die damals stark profitiert hatten. Also nochmals, es kommt darauf an, auf die Art und Weise, wie diese Korrektur am US-Aktienmarkt stattfindet. Wenn es eine Panikwelle ist, eine Welle, die undifferenziert verkauft, und wenn in dieser Panikwelle, wie es normalerweise der Fall wäre, der Dollar erstarkt, dann kann sich wohl kein Markt von dieser Panik entkoppeln. Sollte es aber eine Korrektur sein, bei der hochbewertete Wachstumsaktien verkauft werden und es einen Shift gibt in Richtung Value, dann würden günstig bewertete Märkte, wie zum Beispiel Brasilien, wie zum Beispiel Russland, wie zahlreiche Emerging Markets aus Asien, die könnten dann profitieren. Die nächste Frage: Haben die Rückschläge in den Uranaktien fundamentale Gründe, zum Beispiel Cameco, Uranium Energy und so weiter? Ist das eine vorweggenommene Reaktion auf eine deutliche Rezession, geringerer Energiebedarf, oder ist das eher eine Chance zum Einstieg? Was wir ja gesehen hatten in den letzten paar Wochen, war ein deutlicher Rückgang des Ölpreises, ein deutlicher Rückgang der Energiepreise, also ein gewisses Einpreisen, dass die wirtschaftliche Dynamik stark abnehmen wird. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass das wahrscheinlich eher eine Überreaktion war. Man sieht ja zum Beispiel auch allmählich Daten, die zumindest suggerieren, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zwar sehr ansteckend ist, dass die Krankheitsverläufe aber eher harmlos sind. Und das würde eigentlich bedeuten, dass es keine ganz, ganz großen Lockdown-Maßnahmen geben wird. Das ist natürlich ganz, ganz früh, das jetzt schon mit Gewissheit zu sagen, aber es sind zuerst die Daten, die man zum Beispiel aus Südafrika sieht. Das heißt, dieses Einpreisen an den Energiemärkten, dass wir in eine Rezession reinlaufen, das scheint aus aktueller Sicht für mich eher übertrieben zu sein. Und ich würde sagen, der Uranpreis, die Uranpreiskorrektur oder eben die Korrektur der Uranaktien war eben mehr getrieben von dieser allgemeinen Korrektur in den Energiepreisen. Man muss bei den Rohstoffpreisen inklusive Uran und Uranaktien natürlich immer unterscheiden zwischen diesen kurzfristig zyklischen Ausschlägen, und die können sehr, sehr heftig sein, und den längerfristig strukturellen Trends. Und wir haben momentan aus meiner Sicht eine ziemlich starke These, dass Nuklearenergie eher eine Renaissance erlebt, in China sowieso, in Indien auch, in Japan auch wieder, in den USA auch, in Europa natürlich weniger. Aber das heißt, die Nachfrage nach Uran, die wird tendenziell eher wachsen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das Angebot an Uran ist sehr knapp, weil in den letzten 10 Jahren praktisch nichts investiert wurde. Also längerfristig strukturell spricht einiges für einen steigenden Uranpreis, und längerfristig strukturell ist das eben auch wahrscheinlich eher eine Einstiegsgelegenheit für Uranaktien. Aber nochmals, sollte es tatsächlich zu Ängsten einer bevorstehenden Rezession kommen, sollte der Ölpreis nochmals deutlich korrigieren, dann würde wahrscheinlich auch der Uranpreis und Uranaktien deutlich korrigieren. Die nächste Frage: Wie weiter mit Wachstumsaktien à la ARK? Soll man sie verkaufen oder noch halten? Ich habe Ihnen den ARK Innovation ETF gezeigt, der ziemlich deutlich korrigiert hat. Ist übrigens auf seinem Jahrestief. Der hatte im Februar sein Höchst und ist seither ziemlich deutlich zurückgekommen. Aus meiner Sicht sind die ARK-ETF, und ich weiß, das ist jetzt etwas hart und generell ausgedrückt, die ARK-ETF bestehen aus ziemlich viel gehypten, unprofitablen Unternehmen. Das heißt, die haben enorm profitiert von diesem Mittelzufluss, von den Mittelzuflüssen, die auch in die ARK-ETF geflossen sind. Aber
In diesen ETF ist ziemlich viel qualitativ schlechtes Material drin. Was Sie momentan sehen, ist eine Unterscheidung, die gerade im Technologiesektor passiert. Die soliden, die qualitativ hochwertigen Technologieaktien, wie eine Microsoft zum Beispiel, momentan auch eine Apple und andere sehr, sehr groß kapitalisierte Technologiewerte, die halten recht gut, während ja, das gehypte Material ziemlich deutlich korrigiert hat. Also ich sehe eher, dass der Markt hier zu unterscheiden beginnt, dass es eben einen Qualitätsunterschied im Technologiefeld gibt. Und Sie wissen wahrscheinlich, wir waren nie große Anhänger von den ARK-ETF, eben weil man gesehen hat, dass da ziemlich viel qualitativ minderwertiges Material drin ist. Und wahrscheinlich geht es eher so weit, dass der Markt zu realisieren beginnt, dass es Sinn macht, auf qualitativ hochwertigere Aktien zu setzen, auch im Technologiesektor, und die sehr, sehr verlustbringenden Hype-Aktien eher gemieden werden. Die nächste Frage: Extrem hochbewertete Aktien wie Nvidia haben bei sinkenden Zinsen in letzter Zeit immer stark performt. Jetzt nicht mehr. Warum? Ja, Nvidia ist eben auch so eine Aktie, an der sich die Geister scheiden. Ein qualitativ sehr, sehr gutes Unternehmen mit einer enorm, enorm starken Marktstellung, aber extrem, wirklich extrem hoch bewertet. Und ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt, Nvidia war ja auch ein Pandemie-Gewinner, kann man sagen. Die stellen ja Grafikkarten her, die für Gaming-Applikationen aller Art benutzt werden. Und war für mich eben auch ein Zeichen. Das war kein Pandemie-Angstschub, den wir gesehen haben. Denn Nvidia hätte auch ziemlich deutlich profitiert in den letzten 2 Wochen, ist aber nicht stattgefunden. Für mich auch gehört das zum großen Kapitel der Unterscheidung, dass der Markt innerhalb des Technologie- und des Wachstumssektors zu unterscheiden beginnt und sich eher auf die qualitativ hochwertigen Aktien wie Microsoft konzentriert und die ganz, ganz hochbewerteten Aktien eher momentan eine Bewertungskorrektur erleiden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es mit dem Aktienkurs von Nvidia weitergeht, genauso wie ich nicht sagen kann, wie es mit dem Kurs von ARK oder anderen Aktien weitergeht. Aber diese Unterscheidung der Qualitätsniveaus, die findet statt, und man muss den Markt mal diesen Prozess durchspielen lassen, um zu sehen, wo diese Aktien ihren Boden finden. Die nächste Frage: Wie werden sich generell Rohstoffaktien in diesem Marktumfeld verhalten? Schwierig zu sagen. So, momentan, nochmals, sehe ich eher nicht, dass wir in Richtung einer neuen großen Lockdown-Welle gehen. Sehe ich eher deshalb auch eher nicht, dass wir in Richtung einer baldigen Rezession gehen. Das heißt, Rohstoffpreise generell, angefangen beim Ölpreis und anderen Rohstoffpreisen, sollten eher einen Boden sehen. Für viele Rohstoffe, und das deshalb auch für Rohstoffaktien, ist natürlich das konjunkturelle Bild in China extrem relevant. China hat dieses Jahr einen Bremsprozess durchgelaufen. Sowohl geld- als auch fiskalpolitisch wurde in China auf die Bremse getreten. Das heißt, konjunkturell gab es kaum Impulse aus China. Wir sehen jetzt ganz, ganz kleine Schritte, dass vielleicht die Schleusen geldpolitisch und vielleicht auch fiskalpolitisch etwas geöffnet werden in China. Und man muss da aber noch etwas mehr sehen. Ich würde die These aufstellen, dass im Lauf des ersten Halbjahres 2022 wir in China wieder größere Stimulusmaßnahmen sehen. Die Regierung möchte im Herbst nächsten Jahres eine dynamische, eine prosperierende Wirtschaft präsentieren können, wenn Xi Jinping für seine nächste Amtszeit gewählt wird. Und das könnte deshalb sein, dass wir im ersten Halbjahr etwas größere Stimulusmaßnahmen sehen werden. Und das wäre dann aus meiner Sicht ein sehr positives Signal für Rohstoffpreise und damit auch für Rohstoffaktien. Die nächste Frage: In den letzten rund 10 Jahren, die letzten rund 10 Jahre standen im Zeichen des US-Aktienmarktes.
Europa, Japan, aber auch Schwellenländer schnitten klar schlechter ab. Das kann wohl nicht beliebig lange so weitergehen. Wann kommt die Wende und was braucht es konkret, damit zum Beispiel europäische Aktien besser performen als amerikanische? Absolut. Die letzten 10 Jahre waren USA, USA, USA und dort primär Technologie, Technologie, Technologie. Das war, wir hatten einen sehr, sehr starken Bullenzyklus für Wachstumsaktien aus dem Technologiesektor gesehen. Und entsprechend das ganze Value-Segment, das ganze Emerging-Market-Segment ist weit zurückgeblieben in den letzten 10 Jahren. Es gibt zum Beispiel die These, dass es so eine Art Dekadenzyklen gibt. Wir hatten in den Nullerjahren, also vor 20 Jahren, hatten wir einen Energie- und Emerging-Markets-Zyklus, als niemand etwas von Technologie wissen wollte. Dann hatten wir die letzten 10 Jahre einen starken Technologiezyklus. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, was die Wende bringen wird. Einerseits muss man feststellen, dass die großkapitalisierten Technologieaktien, eben die Microsofts, die Apples und so weiter, von sehr, sehr hoher Qualität sind. Es gibt aber auch ein großes Segment im Technologiebereich, das sehr, sehr hoch bewertet ist. Und dieses Segment ist natürlich stark korrekturgefährdet. Ich weiß nicht, wie oft in den letzten Jahren schon eine Renaissance der Value-Aktien und eine Renaissance der Emerging-Markets-Aktien ausgerufen wurde, auch von uns. Und bisher ist es nicht dazu gekommen. Es wird irgendwann kommen. Die Aktienmärkte, die Finanzmärkte, die sind zyklisch. Und momentan lieben alle die Technologie-Wachstumswerte und niemand will etwas von Emerging Markets wissen, niemand will etwas von Japan wissen und auch Europa liegt zurück. Das heißt, aus Contrarian-Perspektive müssen Sie eher Positionen in Japan, Europa und Emerging Markets aufbauen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, was diese Wende herbeiführen wird. Es braucht dazu Geduld. Die nächste Frage dreht sich nochmals um das Thema Goldminen. Wie sehen Sie die Entwicklung der Goldminenaktien vor dem von Ihnen skizzierten Hintergrund in den nächsten 3, 6, 12 Monaten? Auch hier, ich kann das leider wirklich beim besten Willen nicht sagen. Nochmals, Goldminenaktien sind sehr günstig bewertet. Goldminenunternehmen sind sehr, sehr profitabel. Sie werfen einen sehr hohen Cashflow ab. Aber für Goldminen oder für eine nachhaltige Preisbewegung von Goldminenaktien brauchen wir einen nachhaltigen Preisschub im Goldpreis. Und das geschieht entweder bei starken geopolitischen Spannungen oder im Fall, wenn die US-Notenbank quasi wieder zurückschiftet und überraschend expansiv bleibt. Momentan haben sich die Märkte ja eher darauf eingestellt, dass die US-Notenbank überraschend restriktiv wird. Sollten wir also nochmals eine Wende in die andere Richtung sehen und sie eben doch keine baldigen Zinserhöhungen im nächsten Jahr aufgleist und sollte die US-Notenbank eher wieder auf der expansiven Seite überraschen, dann könnte das dem Goldpreis einen Schub geben und damit auch den Goldminenaktien. Die nächste Frage: Wie sehen Sie die Entwicklung bei den Kryptowährungen sowie bei Wasserstoffaktien wie Ballard, Plug und PowerCell? Wasserstoff kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe mich wirklich zu wenig mit dem Sektor befasst, als dass ich Ihnen eine qualitative Aussage geben könnte. Kryptowährungen sind aus meiner Sicht momentan zeigen sie Preissignale, die darauf hindeuten, dass es einfach spekulative Assets mit einem extrem hohen Beta sind, die entweder auf Risk-On oder auf Risk-Off stehen. Wir sind daran, eine Analyse dazu zu erstellen, aber eine These wäre, dass Kryptowährungen extrem hoch korrelieren mit den riskanten Segmenten des Aktienmarktes. Sie haben gesehen, Kryptowährungen haben dieses Wochenende zum Teil mehr als 20% verloren, nachdem wir am letzten Freitag eine Ausverkaufswelle am Nasdaq sahen. Jetzt, wenn es so wäre, dass Kryptowährungen quasi nichts anderes sind als eine Tesla
hoch drei. Also quasi, wenn Risk on herrscht, wenn alle risikofreudig sind, dann geht es nach oben. Und wenn Risk off herrscht, wenn alle Angst haben, dann geht es heftig nach unten. Dann hat man in einem Portfolio-Kontext keinen Hedge. Dann hat man im Prinzip einfach noch mehr Beta ins Portfolio eingebaut. Interessant sind ja Kryptowährungen dann, wenn sie nicht korrelieren mit den riskanten Segmenten der Aktienmärkte. Momentan deutet es eher darauf hin, dass sie eine sehr hohe Korrelation zu den riskanten Segmenten der Aktienmärkte aufweisen. Und das wäre im Portfolio-Kontext eigentlich nutzlos bzw. hoch riskant. Dann die nächste Frage. Das Tapering sollte von der Größenordnung her kaum Einfluss auf die Märkte haben. Selbst drei Zinserhöhungen im Jahr 2022 sollten keine große Sache sein, zumal das Fed mit ihren Erhöhungen sehr schnell an die Decke stoßen wird. Meines Erachtens werden die Märkte augenblicklich ausschließlich von den sehr hohen Bewertungen und viel Psychologie getrieben. Was ist Ihre Einschätzung zu dieser These? Ich denke, Sie treffen den Nagel genau auf den Kopf. Im Prinzip müsste man sagen, das Tapering sollte ja kein großes Problem sein. Es werden einfach die Anleihenkäufe zurückgefahren. Und man müsste eigentlich auch sagen, dass einige Zinserhöhungen kein Problem sein sollten. 2-3 Zinserhöhungen im nächsten Jahr sollte eigentlich vernünftig sein. Denn diese Maßnahmen, die wurden ja in Extremzeiten eingeführt, um die Effekte der Pandemie zu bekämpfen. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass sich die Märkte extrem an diese Liquiditätszufuhr gewöhnt haben. Und diese Liquiditätszufuhr, die wird jetzt einfach gedrosselt. Und im Prinzip ist das eine Form von Suchtverhalten, wenn die Märkte so daran gewöhnt sind, dass viel Liquidität kommt von Seiten der US-Notenbank. Und egal wie stark, aber wenn jetzt marginal diese Liquidität zurückgefahren wird, wenn die Liquidität verknappt wird, dann führt das zu diesen Entzugserscheinungen an den Märkten. Und das ist eben genauso. Die Märkte, die US-Aktienmärkte sind hoch bewertet. Technologieaktien sind hoch bewertet und Technologieaktien haben ein hohes Gewicht an den US-Märkten. Und diese Entzugserscheinungen, die sieht man jetzt, die finden statt. Deshalb sollte das Fed tatsächlich im nächsten Jahr 3 Zinserhöhungen umsetzen, dann wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr gewagt zu sagen, dass das spurlos an den Aktienmärkten vorbeigehen würde. Ich würde aus heutiger Sicht, wenn Sie mich fragen, was geschieht, wenn die US-Notenbank das Tapering stark beschleunigt und bald Zinserhöhungen einleitet und im nächsten Jahr 3-mal die Zinsen erhöhen wird, dann würde ich aus heutiger Sicht sagen, dann gäbe das eine ziemlich deutliche Korrektur am Aktienmarkt. Die nächste Frage, können Sie ein paar Worte zu den Vorgängen um die Alibaba-Aktie verlieren? Man könnte in dem starken Rückgang ja eine Kaufgelegenheit sehen. Ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich meine, natürlich, Alibaba ist ja gefangen in dieser Frage, wie stark die chinesische Regierung regulatorisch gegen diese Technologiekonzerne vorgehen wird. Und Alibaba war ja mehrmals im Fadenkreuz der Regierung. Alibaba hat jetzt auch letzte Woche korrigiert, nachdem das Gerücht umging, dass die chinesische Regierung es verbieten wird, dass chinesische Konzerne ihre Aktienzertifikate an den US-Börsen kotiert haben dürfen. Didi zum Beispiel, der Fahrdienst, geriet ja komplett unter die Räder. Die Aktien sind am Nasdaq letzten Freitag um mehr als 20% gesunken. Dieses Gerücht wurde dann so halb dementiert, aber momentan wissen die Märkte nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Alibaba ist natürlich auch an der Nasdaq-Börse kotiert. Und diese Unsicherheit, die führt momentan dazu, dass diese Aktien scharf korrigieren. Wir haben schon mehrmals gesagt, dass wir tendenziell eher Kaufgelegenheiten sehen. Wir waren aber eindeutig auch zu früh damit. Es hat weitere Korrekturen gegeben. Aber ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass Alibaba ein qualitativ recht spannendes Unternehmen ist, mit einer enorm starken Marktposition in China. Und ja, man kann natürlich die These aufstellen, dass die chinesische Regierung kein Interesse daran hat, diese Unternehmen zu zerstören. Aber sie haben ein Interesse daran, diese Unternehmen etwas zurückzustutzen.
deshalb tendenziell sehe ich das auch eher als Kaufgelegenheiten. Aber nochmals, auch ich wurde schon mehrmals auf dem falschen Fuß erwischt. Und solange nicht klar ist, wie es nun damit steht, mit diesen Kotierungen an der Nasdaq in New York, könnte es noch zu weiteren Korrekturschüben kommen. Nächste Frage: Hat sich der Aktienmarkt von den bisher bekannten Mustern abgekoppelt? Nun, ich weiß nicht, was Sie mit den bekannten Mustern meinen. Aus meiner Sicht ist eine der spannendsten Divergenzen ist der Bondmarkt, der ziemlich deutlich signalisiert, dass wir es mit einem scharfen geldpolitischen Bremsmanöver zu tun haben. Und der Aktienmarkt, der noch nicht so viel gemacht hat, erst jetzt so ein bisschen sich mit der Frage zu beschäftigen beginnt, was denn eigentlich passiert, wenn die Liquidität deutlich verknappt wird. Das ist nicht unüblich. Nochmals, normalerweise hat der Bondmarkt ein besseres Gespür für diese Vorgänge. Es kann aber auch sein, dass der Aktienmarkt schlichtweg davon ausgeht, dass es keine deutliche geldpolitische Verknappung geben wird und dass das Umfeld weiterhin sehr, sehr gut bleiben wird. Nochmals, eine baldige Rezession scheint der Aktienmarkt auch nicht zu sehen. Und ich denke, damit hat er durchaus recht. Es ist mehr die Frage, wie es geldpolitisch weitergeht, die momentan den Bondmarkt stark vom Aktienmarkt unterscheiden. Dann habe ich noch Zeit für drei Fragen. Wie schätzen Sie die Zinsentwicklung aufgrund der Fed-Entscheide in der Schweiz ein? Ganz simpel, in der Schweiz geschieht geldpolitisch nichts, solange die EZB nichts tut. Aus meiner Sicht wird eindeutig die US-Notenbank den ersten Schritt machen. Die EZB kann sich länger Zeit lassen. Der Inflationsdruck in Europa ist deutlich weniger stark als in den USA. Das heißt, für das nächste Jahr sprechen wir primär von der US-Notenbank, nicht von der EZB und nicht von der Schweiz. Möglicherweise im Jahr danach kommt dann allmählich das Thema von Zinserhöhungen der EZB und dann erst wird es dann irgendwann ein Thema in der Schweiz sein. Solange die EZB nicht bewegt, wird sich die SNB auch nicht bewegen. Die nächste Frage betrifft nochmals die Edelmetallmärkte. Ich denke, darauf bin ich eingegangen. Die nächste Frage: Warum sind die Vaccine-Aktien, also die Impfstoffhersteller-Aktien wie Moderna und BioNTech, so volatil? Vor allem jetzt auch mit der Unsicherheit des Omikron-Virus. Die Volatilität die ist tatsächlich enorm. Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Erstens, wir wissen ja noch nicht so genau, wie die Impfstoffe wirken gegen die Omikron-Variante. Pfizer-BioNTech hat sich bislang eher positiv geäußert. Moderna haben sich bis jetzt eher zurückhaltend geäußert. Aber ein weiteres Thema, das eben momentan so ein bisschen im Markt ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Es gibt allmähliche erste Daten, die darauf hinweisen, dass die Omikron-Variante zwar sehr, sehr ansteckend ist, aber der Krankheitsverlauf nicht mehr wirklich schlimm ist. Es ist viel zu früh, das schon definitiv festzustellen. Aber das kann natürlich auch zu einer Verschiebung der Wahrnehmung führen, ob und inwiefern dass die Impfstoffhäufigkeit dadurch erhöht oder eben vielleicht gesenkt wird. Man muss sehen, in diesen Impfstoffaktien ist ja enorm viel Fantasie eingepreist worden. Das heißt, mit diesen Bewertungsniveaus, die wir erreicht haben, steigt natürlich auch per Definition die Volatilität. Und der Markt weiß nicht so richtig, es ist viel zu früh, auch für den Aktienmarkt, um festzustellen, was die Omikron-Variante nun wirklich bedeutet für den Pandemieverlauf und eben auch für den Verlauf der Impfhäufigkeiten. Die nächste Frage: Wie sehen Sie das geopolitische Risiko? Meines Erachtens nehmen die Spannungen eher zu, anstatt ab. Ja, durchaus. Ich habe vorhin erwähnt, der Goldpreis hat sich eigentlich in der Vergangenheit sehr schön als Hedge gegen geopolitische Risiken etabliert und auch bewiesen. Und ja, das Problem mit geopolitischen Risiken ist ja, die sind immer da, sie sind latent da, sie können aber abrupt aufbrechen oder eben nicht.
Was wir momentan an der russisch-ukrainischen Grenze sehen, ist besorgniserregend, eindeutig. Also ein größeres geopolitisches Risikofeld, das sich da auftut. Putin scheint gewillt zu sein, zu testen, wie die NATO reagiert, scheint gewillt zu sein, auch zu testen, wie die neue deutsche Regierung reagieren wird. Er spielt da so definitiv ein Spiel da an der ukrainisch-russischen Grenze. Das Thema Taiwan ist schon länger natürlich im Markt und auch dort. Man sieht ein bisschen ein Abtasten. Die chinesische Regierung sieht natürlich auch, dass die Biden-Regierung eher schwach ist, auch im Inland eher schwach abgestützt ist. Das heißt, ja, geopolitische Spannungen aus meiner Sicht nehmen auch eher zu als ab. Und dann noch die nächste Frage, ich sehe gerade, die ist eigentlich auch schon beantwortet, meine Einschätzung zu Uran und Uranaktien. Unterscheiden Sie hier zwischen kurzfristig zyklischen Bewegungen, die hauptsächlich von den Energie- bzw. von den Ölpreisen getrieben sind, und längerfristig strukturellen Argumenten? Und aus meiner Sicht ist das Thema Uran und Uranaktien aus längerfristig struktureller Sicht interessant. Und damit bin ich jetzt am Schluss. Ich glaube, ich habe sogar alle Fragen behandeln können. Ich weiß, ich konnte nicht alle beantworten, aber danke, dass Sie mich mit Ihren Fragen herausgefordert haben. Ich sehe hier auch noch, es gab einige Fragen, ob die Sendung aufgezeichnet wird. Ja, sie wurde aufgezeichnet. Ich werde sie dann im Laufe des Abends oder im Laufe des Vormittags morgen auf themarket.ch publizieren. Damit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige spannende Entwicklungen zeigen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Das wird heute in 2 Wochen sein, am Montag, dem 20. Dezember. Bis dahin machen Sie es gut. Vor allem bleiben Sie gesund und ich hoffe, ich sehe Sie alle in 2 Wochen wieder. Auf Wiedersehen miteinander.